So, ich bin jetzt hier gerade am Schloss Rosenstein im Rosensteinpark und in Stuttgart und hier wurde letzten Sommer wurden hier zwei Koffer mit zwei Leichen drin gefunden, gerade hier um die Ecke quasi. Und jetzt vorhin war es gerade wieder im Internet zu sehen, dass der Mörder jetzt verurteilt wurde. Und dieser Mörder hat aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Das heißt, er hat, weil der eine Mann, die eine Frau mit dem anderen Mann liiert war und er eifersüchtig auf diesen Mann war, hat er dann den Mann getötet und hat dann angeblich erkannt, dass er so die Frau auch nicht bekommt und hat dann die Frau auch noch getötet. Und dann hat er sie in zwei Reisekoffer und hat sie dann irgendwo im Park abgestellt. Und woher kommt diese Aggression in unserer Gesellschaft? Woher kommen diese ganzen Verbrechen und woher kommen vor allem diese ganzen niederen Beweggründe? Und da muss ich einfach mal überlegen, wie unsere Gesellschaft angefangen hat, wie die Menschheit angefangen hat. In der Steinzeit, wo die Menschen noch nicht sesshaft waren oder noch früher sogar, wo sie noch nicht sesshaft waren und nomadisch gelebt haben, also immer von Futterplatz zu Futterplatz quasi gewandert sind, weil der Ackerbau noch nicht erfunden war, haben die Menschen quasi nur gekämpft, wenn es wirklich darum ging, ihr Leben zu schützen oder um Nahrung zu kämpfen, damit die Familie überlebt. Und irgendwann wurden die Menschen sesshaft und irgendwann hatten sie dann Zeit, dadurch, dass sie Ackerbau betrieben haben, hatten sie Zeit für andere Dinge, nämlich eine Kultur zu entwickeln. Und diese Kultur hat den Fortschritt gebracht, aber andererseits hat natürlich auch die Identifikation mit Religion und Göttern und dem eigenen Ego, das eigene Ego ist aufgestiegen sozusagen. Und diese Sesshaftwerdung hat dem Verstand quasi viel Zeit gegeben, sich zu entwickeln und auch krankhaft zu entwickeln. Und es wurde sich identifiziert mit Religion, mit Glaubenssystem. Und diese Glaubenssystem haben dann gegeneinander gekämpft. Wenn man sich überlegt, wie viel Krieg und Mord und Grausamkeiten es in unserer Geschichte gab, seit wir sesshaft wurden, dann versteht man, dass dieser Fortschritt nicht nur positive Seiten hatte, sondern auch viele negative Seiten. Und auch heute ist es noch so. Heute wird die Gewalt natürlich unterdrückt, die wir haben. Und irgendwann explodiert dann mal irgendwas und dann aber richtig sozusagen. Deswegen, die Kriminalität ist immer noch da. Aber wir verstehen nicht, warum. Wir nehmen unsere eigenen negativen Gefühle nicht mehr an. Wir unterdrücken sie. Vor allem wird uns auch von der Gesellschaft eingeredet, dass man eben auch nicht mal so denken darf. Also diese negative, dunkle Seite in jedem Menschen, die jeder hat und die jeder auch anerkennen sollte, heißt nicht, dass man nach ihr handeln soll, sondern diese negative Seite will auch gewürdigt werden, die will zumindest gedacht und anerkannt werden. Hey, du bist ein Teil von mir. Und die Menschen unterdrücken diese Seite, diese negative Seite. Also Wut und Aggression ist quasi nur die oberste Schicht, die den Schmerz, der darunter liegt, unterdrückt. Würde dieser Schmerz einfach angenommen werden und hochgeholt werden und angeschaut werden von Angesicht in Ange zu Angesicht, von Angesicht zu Angesicht, ja, dann würde dieser Schmerz gefühlt werden und könnte gehen. Aggression und das, was dann herauskommt, wie Mord und Totschlag und Vergewaltigung und so weiter, sind nur die oberflächlichen Symptome, die den Schmerz versuchen weiter zu unterdrücken. Deswegen ist es super wichtig zu erkennen, dass unsere Gesellschaft nicht das Nonplusultra ist. Es wird uns eingeredet, du darfst nicht so sein, du musst so denken und so denken und so denken. Anstatt zu erkennen, dass das, was in einem ist, zu einem selbst gehört und dass man nicht schlecht oder gut ist, weil es zu einem gehört, sondern dass es zu einem gehört und dass man es fühlen soll. Und wenn man alle Gefühle von der dunklen bis zur hellen Seite fühlt, dann tut sich diese Sache von alleine erledigen. Dann ist man nämlich mit seinem tiefen Ich verbunden, tut nichts mehr unterdrücken, identifiziert sich nicht mehr mit irgendwelchen Rollenbildern, Religionen oder Glaubenssystemen und wird somit automatisch friedlich, weil man in seinem wahren Ich ruht. Und das wahre Ich besteht quasi aus Liebe. Man will geben, man will nichts mehr bekommen, man hat keine Minderwertigkeitskomplexe in der Hinsicht, man fühlt sich nicht mehr verlassen, verletzt, wutentbrannt und so weiter. Natürlich gibt es noch Wut in einem, die dann angenommen wird und gefühlt werden kann. Und man genießt dieses Fühlen. Ah, da war gerade Wut in mir, okay. Und die Wut darf jetzt gehen. Oder sie darf in Freude verwandelt werden. Oder in Bewusstheit verwandelt werden. Also das war die kleine
Geschichte hier im Rosensteinpark, die mich jetzt dazu animiert hat, nochmal was zu sagen. Und vielleicht ist es ja was, was zum Nachdenken anregt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.